Die Nachricht ging 2015 um die Welt. In Mittel- und Südamerika breitete sich das von Stechmücken übertragene Zika-Virus rasant aus. Schwangere Frauen, die sich infizierten, brachten oft Kinder mit Missbildungen des Kopfes zur Welt. Doch schon kurze Zeit später gelang es Forschern, die genaue Struktur des Zika-Virus zu entschlüsseln. Denn sie konnten sich den Erreger genau anschauen. Ein wichtiger Schritt für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Epidemie. Dieser schnelle Erfolg beruhte auf der Kryoelektronenmikroskopie, für deren Entwicklung nun der Schweizer Jacques Dubouchet, der US-Amerikaner Joachim Frank und der Brite Richard Henderson den Chemie-Nobelpreis 2017 bekommen haben. Richard Henderson gelang es erstmals, ein dreidimensionales Bild eines Proteins bei atomarer Auflösung zu erzeugen. Joachim Frank entwickelte ein Verfahren, um diese 3D-Bilder noch schärfer darzustellen. Und Jacques Dubouchet schaffte es, Proben mit Wasser so schnell abzukühlen, dass sich keine Kristalle bilden und die Biomoleküle ihre natürliche Form behalten. Dank der Kryoelektronenmikroskopie können Forscher die Prozesse des Lebens äußerst detailliert betrachten und zum Beispiel sehen, welche Struktur eines Erregers ihn resistent gegen ein Antibiotikum machen. Dann kann man wirksame Medikamente entwickeln.